Um diese Ungleichung zu lösen, erstellen wir die entsprechende Zeichentabelle. Die erste Zeile ist vorgesehen für die Variable x, die drei nächsten Zeilen sind vorgesehen für jeden einzelnen der Faktoren und die letzte Zeile ist vorgesehen für das Produkt dieser drei Faktoren, Produkt, das wir f von x nennen. Jetzt suchen wir für jeden einzelnen Faktor die Nullstellen. Bei diesem Trinom zweiten Grades sind die Nullstellen zwei Zahlen, deren Produkt minus 2 und deren Summe minus 1 beträgt. Das können nur minus 2 und 1 sein. Die Nullstelle von diesem Faktor ist 5 halbe und die Nullstellen von diesem Faktor sind plus und minus 2. Die Zahl minus 2 kommt also zweimal vor, einmal da und einmal da. Aber Vorsicht, die Zahl minus 2, die gibt es nur einmal. Sie wird also ein einziges Mal in dieser x-Zeile eingetragen. Diese besonderen Nullstellen, die wir hier gefunden haben, werden in der x-Zeile in arithmetischer Reihenfolge von links nach rechts eingetragen. Jetzt legen wir die einzelnen Zeichen fest. Wie man das Zeichen von einem Trinom zweiten Grades festlegt, wird im Tutorial D4027 Ungleichungen zweiten Grades genauestens erklärt. Es funktioniert wie folgt. Bei den Nullstellen schreiben wir eine 0, also bei minus 2 und bei 1 schreiben wir selbstverständlich 0. Außerhalb dieser zwei Nullen schreiben wir das Vorzeichen der Vorzahl von x². Diese Vorzahl ist 1, 1 ist streng positiv, also schreiben wir außerhalb dieser beiden Nullen überall plus. Und dazwischen entgegengesetzt, also minus. Wie man das Zeichen von einem Binom ersten Grades festlegt, wird genauestens erklärt im Tutorial D4018 zum Binom ersten Grades. Dieses Binom wird 0 bei 5 halbe, also schreiben wir da die 0. Rechts von der 0 schreibt man das Vorzeichen der Vorzahl von x. Die Vorzahl von x ist 2. 2 ist streng positiv, also schreiben wir rechts von der 0, das heißt da, ein Plus. Und überall links entgegengesetzt, also überall links Minus. Das ist ein Binom zweiten Grades. Die zwei Nullstellen sind minus 2 und 2, also schreiben wir da und da 0. Außerhalb dieser beiden Nullen schreiben wir das Vorzeichen der Vorzahl von x². Diese Vorzahl ist 1, 1 ist streng positiv, also außerhalb der zwei Nullen schreiben wir überall Plus, so, und dazwischen überall Minus, entgegengesetzt. Jetzt kommen die Schlussfolgerungen. Wenn x minus 2 ist, dann ist dieses Trinom 0, dieses Binom streng negativ und dieses Binom 0. Das Produkt ergibt also 0. Wenn x 1 ist, ergibt das Produkt dieser drei Zahlen auch 0. Genau dasselbe bei 2 und auch nochmal dasselbe bei 5 halbe. Wenn x sich links von minus 2 befindet, dann ergibt dieses Trinom eine streng positive Zahl, dieses Binom eine streng negative Zahl und dieses Binom eine streng positive Zahl. Das Produkt von den dreien, das heißt das f von x, ergibt also pos mal neck mal pos, das heißt neck. Da schreiben wir ein Minus. Zwischen minus 2 und 1 haben wir neck mal neck mal neck, das heißt neck. Auch da gehört ein Minus hin. Zwischen 1 und 2 gilt pos mal neck, also pos, daher dieses Plus. Zwischen 2 und 5 halbe pos mal pos, also neck. Und rechts von 5 halbe pos mal pos mal pos, also pos. Somit haben wir die Zeichenzeile für dieses f von x, das heißt für dieses Produkt, erstellt. Gefragt wird, wo ist dieses Produkt größer gleich 0? Wir schauen, gleich 0 ist da, größer gleich 0 ist da sogar, so, und hier auch größer gleich 0. Also, diese Bedingung ist in diesen drei grünen Feldern erfüllt. Diese drei grünen Felder fahren wir jetzt nach oben bis zur x-Zeile, so, und deuten, wenn x
in einem dieser drei grünen Felder liegt, dann ist das f von x größer gleich 0. Also ist die Vereinigung von diesen drei grünen Feldern die Lösungsmenge dieser Ungleichung. Dieses erste Feld, das ist nur die Zahl minus 2. Also schreiben wir da die Menge, die als einziges Element die Zahl minus 2 enthält. Da schreibt man mit geschweiften Klammern. Dann geht es weiter von 1 bis 2, beide Zahlen eingeschlossen, weil sie grün hinterlegt sind, also so. Und dann geht es noch weiter von 5 halbe bis plus unendlich, 5 halbe eingeschlossen, weil diese Zahl ja grün hinterlegt ist. Also reicht es, dass x sich in dieser Menge befindet, damit die Ungleichung erfüllt ist. Und somit ist diese Übung beendet.